for my people in the front, front, in the nosebleed section, section, section. This is for the headsets, loving the mix. Der Freestyler Andreas Gohl ist 20 Jahre jung, geht im Sommer gerne surfen, stand mit 2 Jahren zum ersten Mal auf Ski und ist seit seinem 12. Lebensjahr voll und ganz auf Freestyle eingestellt. Andi, in ein paar Tagen brennt das olympische Feuer dann auch für dich. Welche Gefühle begleiten dich nach Sotschi, wenn du an deine allerersten olympischen Spiele denkst? Ja, es war das überhaupt jetzt schon zu realisieren, weil es ist einfach schnell gekommen. Also ich war am Anfang nicht hundertprozentig dabei, habe nachher echt einen Quotenplatz gekriegt, kann jetzt mitfahren und ich freue mich halt voll. Und jetzt bin ich schon gespannt, was mich da so erwartet, wie es ist, bei einer Olympiade an den Start zu gehen. Jetzt werden die Freestyler in der Szene sehr gerne als Freaks bezeichnet. Wie viel Freak steckt denn in dir? Ja, kann man nicht so sagen, denke ich, weil man lebt es einfach so und man bezeichnet sich, denke ich mal, nicht selber als Freak. Jetzt ist die Halfpipe für die Athleten eine ganz besondere Herausforderung, aber auch für die Zuschauer. Der Laie tut sich relativ schwer zu erkennen, was hat der jetzt besser gemacht als der Kandidat vor ihm. Was sind so die speziellen Tricks, worauf achtet die Jury ganz besonders? Ja, mal sicherlich auf Höhe und Weite, wo man bei der Halfpipe springt und natürlich auf die Technik, wie man die Tricks ausführt, auf den Style, wie Schirm sie ausgeführt werden, die Landung zählt auch sehr viel. Ob man Skiern landet oder nicht Skiern, natürlich ein Gesamteindruck. Einer, der olympisches Feuer bereits in sich trägt und 3-mal bei Winterspielen aktiv mit dabei war, ist Christian Riawetz. Der mehrfache Weltcupsieger und Vize-Weltmeister trainiert die Freestyle-Jungs Andreas Gohl und Marco Ladner. Rio, was darf man sich denn von unseren 2 Tiroler Jungs in Sotschi erwarten? Ja, im Grunde einfach eine stabile, solide Teilnahme. Und was anderes geht's nicht. Wir haben weder gerechnet damit, dass wir jetzt schon so weit sind. Wir haben im Weltcup angefangen zu arbeiten, sind da durch unsere Arbeit, sagen wir mal, die Top 10. Aber das war jetzt einfach das Beste, was möglich war. Mehr ist wirklich nicht drin. Hallo, ich bin Andreas Gohl und ich darf mich freuen, wenn ich erstmal die Daumen für Sotschi drücken. Off the tops and jump around in the front row.